So, und weiter geht's mit Vampire's Dawn 1, Reign of Blood. Wir sind mit Elaine, haben die Elaine im Gepäck. Und die ist ganz schön im Arsch. Ich will jetzt nicht Game Over gehen. So, wenigstens kann ich jetzt richtig laufen. Wird interessant, wird noch interessant, ja. Wird noch interessant. Mal gucken, ob ich schaffe, das letzte Level zu erreichen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht, dass ich 46.000 XP hier noch zusammengammeln kann. Auf der anderen Seite ist es ein relativ langer Weg. Musik ist cool, Musik ist schon ganz geil, das muss man sagen. Das kann man nicht von der Wand lesen. Warum kann die permanent ausweichen? Das ist irgendwie unfair. Obwohl, wenn ich mal bedenke, wie viel Money ich hier wie viel XP ich hier krieg. Also schwer ist der Weg eigentlich gar nicht. Also, klar, du kannst dich natürlich auch voll verfransen. Dann irrst du halt irgendwie umher, aber es gibt halt auch nur einen Weg. Dafür allerdings levelst du dann natürlich extrem. Ich glaube, ich persönlich war Level 40, glaube ich, als ich beim ersten Mal durchgehen oder beim eigenen Durchrun hier gewesen bin. Nicht kurz vor Level 50. Okay, Vampir, 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 Vampir. Okay, Vampir, Vampir, Schwerzellen. Okay, kann man jetzt machen. Boah, Alter, Aska, Bursch. Kannst du nicht komplett verrückt werden? Das geht doch nicht. Bitte, was machst du denn da? Please, what are you doing? Stop it now. Na, können wir im Stream Vampire's Dawn 2 spielen? Bin ich mal gespannt. Oder wir machen es auch als Let's Play. Hier geht's hoch, nicht da. Hier ist nämlich eine. Okay, ich mache mal eine Lichtexplosion, Flammenmeer und Schattenexplosion. Ist okay. Alter, fast 3000, das war cool. So, ich habe ja gesagt, das werde ich noch ein paar Mal machen. Minus 682. 35.000 noch. Es geht doch schneller als gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Aber natürlich, wenn die halt so viel geben. Ich meine, wenn es drei Gegner sind, klar, kann ich meine Zauber rausspammen und fertig ist die Laube. Hm.
hier den mittleren Weg. Das war relativ einfach. Geradeaus geht's eigentlich nur. Ja, zu Dingsbums. Oha. Jetzt wird's knapp. Elaine? Warum greifst du nicht den Dämon an? Der steht doch sowieso ein paar Sekunden. Ich brauche nochmal Hilfe von dir, Schätzchen. Oh, super. Oh, du kriegst natürlich auch ein Blutelixier, das ist klar. So, hier geht's ja nur da lang. Boah, Leute von heute. Kreaturen beschwören, so zwei Dämonen wäre eigentlich schon geil. Ich glaube aber nicht. Ich probier's mal. Mit dem Golem. Golem aus Stein, nun bist du mein. Das geht. Das ist cool. Da gibt's noch irgendwas, aber. Das ist cool, das hätte ich nicht gedacht. Ich will mal was probieren. Okay, Dämon beschwören. Okay, ich kann nur einen Dämon beschwören. Golem beschworen. Super, das Spiel ist aus. Haben wir dich gefunden. Na dann, versucht euer Glück. Du bist wirklich ein egoistischer Mistkerl geworden. Stirb. Kommt doch, ihr beiden. Ich werde euch zeigen, was wirkliche Schmerzen sind. Aska erscheint. Ich probier's mal. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Warum ist... Konnte ich meinen Golem nicht beschwören? Ah doch, ich kann ihn nur nicht steuern. Okay. Gut. Schattenherrschaft. Das finde ich ganz cool. Malna, Elaine, Dämon, Golem, super. Alter, die beiden hauen richtig rein. Ich meine, klar, natürlich, der Golem, der Dämon ist halt wunderbar. Mit der Schattenherrschaft ist einfach wow. Ich gehe mal die Werte an, die der steigert, ist klar. So, machen wir noch eine Vampirheilung, noch eine Schattenherrschaft. Klar, natürlich, bis nichts mehr geht und dann Golem ist nicht mehr betroffen. Wunderbar. Golem ist aber zu langsam für den... Aska. Aska kann ihm gut ausweichen. Okay, Golem und Dämon. Und Dämon spammt Schatten. Ja, das ist ein bisschen arg. Ist ein bisschen arg. Ich hätte. Okay, ich hab's vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem Farm. Na gut, ist egal. Ja. Es ist endgültig vorbei. Kommt schon. Bringt es hinter euch. Vernichtet mich. Jetzt spürst du meinen Zorn. Wie konnte er mich nur derart enttäuschen? Es war halt sein Charakter. Sein Wahnsinn trieb ihn dazu. Und was jetzt? Wow, sein Blutgeist. Wow. Was ein Plot-Twist. Hätte ich nicht erwartet als Newbie.
nun sind wir beiden die letzten Vampire auf diesem Planeten. Es ist das Schicksal. Es soll wohl so sein. Was machen wir nun? Ich weiß es nicht, Walner. Aber ich bin froh, dass wir noch zusammen sind. Das bin ich auch, Elaine. Lass uns ins Schloss zurückkehren. Das ist gut. Wir werden dort überlegen, was wir jetzt machen. Tja, so wurden Walner und Elaine ein Pärchen. Das ist es also, das Schicksal der drei. Asker ist gestorben, Elaine und Walner sind nun die letzten Vampire auf der Welt. Welch unglaubliche Verantwortung nun auf ihn lastet, die letzten dieser mächtigen Rasse der Vampire zu sein. Opa, das ist wirklich eine faszinierende Wendung in der Geschichte gewesen. Und nun sind Walner und Elaine also ein Paar, ein untotes Pärchen. So ist es, Elaine hatte sich im Verlauf der Geschichte in Walner verliebt. Und Walner ging es auch so. Beide hatten genug von dem Monstermythos der Vampire. Sie sahen ein, dass es das Beste für die Welt wäre, wenn sie die letzten beiden Vampire blieben. Bis auf eine kleine Ausnahme. Opa, doch nicht etwa. Doch, genau das. Geht's noch weiter? Nee. So, meine Kleine, jetzt siehst du mal wieder blendend aus. Jaina, aber Papa, die Jungs pfeifen mir immer hinterher, das ist total nervig. Ach, Liebes, freu dich doch, dass du begehrt bei den Menschen bist. Nun leben wir schon so lange hier und ich fühle mich schon wie ein Mensch. Wenn nicht diese langen Eckzähne wären. Aber die sieht ja niemand. Deine Vampiraura lässt sich für die Menschen ganz normal aussehen. Das ist auch gut so, denn wir wollen ja unter den Menschen leben. Deswegen darfst du auch nie einen Menschen zu einem Vampir machen. Es ist zu gefährlich für uns. Wir leben schon seit 12 Jahre hier. Wir wollen unsere derzeitige Situation nicht aufs Spiel setzen. Unsere Freunde, unser Zuhause. Schon klar, Mama. Ich werde mich hüten, jemanden zu verwandeln. Braves Mädchen. Meine Tochter. Habt ihr nicht auch Hunger? Jetzt, wo du es erwähnst, lass uns losfliegen und irgendwo einen einsamen Menschen suchen. Na dann auf. Noch. Wenn auch ein bisschen... Meh. Ist es unehrenhaft, seine wahre Natur zu verstecken? Ist es notwendig, sich sein Leben lang zu verstecken? Darf ein Vampir unter Menschen leben? Muss ein Vampir böse sein? Sind es nicht die Taten, die ein Wesen gut oder böse machen? Oder ist es doch allein die Rasse? Tja, es sind Taten. Ja. Ach, weißt du, Elaine, manchmal frage ich mich, was wohl passiert wäre, wenn Asgard nicht so größenwahnsinnig geworden wäre. Komisch, darüber denke ich auch manchmal nach. Dann wäre wahrscheinlich alles anders. Wir hätten keine Tochter und würden wahrscheinlich im Schloss leben. Ich frage mich, was man wohl mit Asgards Sarg gemacht hat, jetzt wo das Schloss wieder von Menschen bewohnt wird. Ich denke, man hat ihn verbrannt. Wie viele andere Dinge auch. Was ist eigentlich aus Ronak geworden? Ich glaube, er ist jetzt Teil eines Kuriositätenzirkus. Meinst du, das hat er verdient? Ich schätze nicht. Aber immerhin hat man ihn nicht umgebracht. Ich glaube, schlechter als unter Asgars Herrschaft geht es ihm jetzt auch nicht. Ich hoffe es für ihn. Denn ich empfinde Mitleid für ihn. Ich auch. Wie wäre es, wenn wir ihn befreien? Und dann? Hier kann er nicht leben. Wieso denn nicht? Ich werde ihn einfach optisch in einen Menschen oder ein Haustier verwandeln. Ich habe doch die Macht dank des Buches. Das ist eine gute Idee. Schau mal, ob in dem Buch ein solcher Zauber steht. Komisch. Hast du das Buch nicht hier ins Regal gestellt? Doch. Ist es etwa verschwunden? Oh nein, ich glaube, Jaina ist gar nicht bei Freunden. So, welchen Zauber soll ich nehmen? Den da hinten.
In Noxteria, Belebung eines Blutgeistes. Und du erzählst mir dann die Wahrheit über meine Eltern? Ich will endlich wissen, wer dieser Aisha ist, von dem Papa manchmal im Schlaf redet. Und wenn ich ihn frage, behauptet er, sie war eine Freundin von ihm. Aber ich glaube, da steckt noch mehr, viel mehr dahinter. Und ich will endlich wissen, was mit den anderen Vampiren passiert ist. Und wie meine Eltern zu Vampiren wurden. Sie sagen immer, sie wurden halt gebissen. Aber das glaube ich nicht. Und woher hat Papa dieses Zauberbuch? Und wieso darf ich keine neuen Vampire erschaffen? Was für einen Krieg soll es denn geben? Ich glaube eher, Mama und Papa wollen ganz allein diese Macht besitzen. Doch ich will endlich richtige Freunde, Vampire. Oh ja, ich werde dir alles verraten und alles zeigen. Und du wirst schon bald viele richtige Freunde haben. Es werden viele neue Vampire geben. Doch dazu musst du mich erst einmal wiederbeleben. Dies ist das einzige Buch, das einen solchen Zauber enthält. Und dafür braucht es nicht einmal eine starke Seele. Wovon redest du? Ach, nichts. Sprich den Zauber. Beeil dich. Im Moment habe ich unerträgliche Schmerzen. Warte, ich befreie dich von deinen Schmerzen. Wenn du mir dann alles erzählst, was ich so gerne wissen will. Ja, ja, natürlich. Sprich endlich den Zauber. In Devox Anius Daru. Weiter. El Solda Unora. What the fuck? Jaina, bitte nicht. Mädchen. Du dummes kleines Mädchen. Endlich bin ich wieder da. Aber... What the fuck? Hoffentlich ist das Spiel nicht Nee, okay. Das haben sie nicht gezeigt, wie Aska das kleine Mädchen killt. Und so war Aska wieder am Leben. Er ging in sein Schloss zurück und ruhte dort einige Tage. In der Zeit studierte er das Zauberbuch gründlich. Viele Zauber waren ihm verwehrt, da ihm eine mächtige Seele fehlte. Doch diese Seele wollte er sich holen von Valna. Aska hat Jaina getötet, wie traurig. Ja, die junge Jaina hatte nicht den Hauch einer Chance gegen Aska. In ein paar Tagen hat Aska das Zauberbuch in den paar Tagen, die Aska das Zauberbuch studiert hat, suchten Valna und Elaine nach Jaina. Sie befürchteten Schlimmes, doch sie hätten sich niemals träumen lassen, dass Jaina Aska wiederbelebt hatte. Und so kam es dann zu einem erneuten Treffen der drei Vampire. Doch dieser Kampf konnte keine der Parteien entscheiden. Und man munkelt, dass die drei auch heute noch gegeneinander kämpfen. Wenn du ganz still bist, kannst du den Kampf im Wind hören. Doch jetzt solltest du schlafen. Opa, das war wirklich eine spannende Geschichte und ein gemeines Ende. Aber wäre bei solch einer dramatischen Geschichte ein tragisches Ende nicht passender gewesen? Vielleicht erzähle ich dir morgen die Geschichte nochmals mit einem anderen Ende. Aber ich frage mich, wieso Valna nun doch Aska vernichten konnte, obwohl Aska ja sein Schöpfer war. Das hängt mit dem Ort ab, an dem Aska getötet wurde. In dieser Äther-Ebene gilt dieses Gesetz nicht. Also... Ach so, aber in der normalen Welt hätte Valna Aska nicht vernichten können. Ganz genau, Aska wusste das und war zum ersten Mal fair in seinem langen Leben und schuf deswegen die Äther-Ebene. Doch jetzt schlaf, sonst wird dein Vater böse, dass ich dich vom Schlafen abgehalten habe und du morgen wieder den ganzen Tag müde bist. Gute Nacht, Opa. Gute Nacht, Simon. Man munkelt, dass der Opa Valna ist. Simon Rage. Du bist ein guter Junge. Anständiger Junge. Alles klar. Das war Vampire's Dawn. Für das, was es ist, ein RPG-Maker-Spiel. Ein gratis Download auf vampiresdawn.com, glaube ich. Ein ultralanges Spiel. Vor allem ein sehr schönes Spiel. Ein Spiel von Alexander Koch. Ja, auf jeden Fall schöne Meisterleistung. Hat auf jeden Fall eine super Meisterleistung dahingelegt, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, hier. Ich glaube nicht, dass hier in aktuell Resident Evil 3 ich da ein Spiel. In 60-Euro-Titel ein Spiel raushaue, wo ich 60 Parts raushauen kann. Inuyasha, Kyoji, Rak, Seven, Abraxas, Som, Simon, Rage, Daniel, Ketrich, whatever, CT. Alles klar, das sind alles Nicknames. Hier sieht man nochmal ein paar Sachen. Sie vergisst viele Nicknames. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, Abraxas Turm war vielleicht ein bisschen, man hat auch gemerkt, ich wollte es endlich mal zum Ende bringen, deswegen habe ich so viele Parts durchgepetzt.
Und natürlich auch an dich. Yeah. Ja. Abraxas Turm war ein bisschen too much. Hätte man vielleicht nicht ganz so asozial machen können, wie gesagt. Ein extra Lob geht an den Steph von www.rpgmaker2000.de. Ja, man hätte es vielleicht nicht ganz so asozial machen sollen, den Abraxas Turm. Und noch ein paar Dankesworte gehen an folgende Personen. Ja, auf jeden Fall. Meine Dankesworte gehen natürlich auch an dich, lieber Zuschauer, der sich das komplette Let's Play durchgehauen hat. Weil ich mir erlaubt habe, einige Dinge aus den Spielen zu entnehmen. Ja, das ist klar. Phoenix Down, Sigmar Rage, die Machern von Delusive Choices, sowie einige andere Leute, den ich eventuell vergessen habe. Danke an euch, Peter Handy, für die Herzschlageffekte etc. 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 Genau. Auf jeden Fall sehr, sehr cooles Spiel, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und folgende netten Leuten haben mir beim verschiedenen kleinen Dingen geholfen. Aha. Im Hintergrund natürlich pixelhafte Vampir, Splash Arts, vorwiegend von Damen, leicht bekleidet, aber Vampir spielt ja keine Hitze und keine Kälte. Und natürlich bedanke ich mich noch bei meinen Betestern, Dark Soul, Phoenix Flames, Strife, Red Seal, Darking, Kinetic, Square 1, Brennende Zombies sowie C. Sand SDS für seine wirklich großartige Hilfe, RPGmaker.com. Ja, ich habe auch wahnsinnig Hunger, ich habe jetzt durchgepetzt. Und ganz doll grüßen will ich noch Raziel, es lebe RPGmaker 2000, Yuffie, FF7, einer der liebsten. Ist alles zu schnell. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an Vampire's Dawn. Ja, das hoffe ich übrigens auch. Also ich hatte schon Spaß. Zum Ende vielleicht nicht ganz so, aber okay. Wie viel habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe jetzt 9 Videos am Stück aufgenommen. Ja. Ich bin fix und alle. Mir brennt der Hals. Auch wenn ich die ganze Zeit am Trinken bin. Ich habe viel zu viel gequatscht. Hier sind immer so knapp, wirklich knappe halbe Stunde. Ja, du kannst jetzt ein neues Spiel Plus machen. Das bedeutet, das, was du jetzt hast, hast du. Und kannst dann von vorne anfangen. Theoretisch bringt natürlich in meinen Augen zwar neues Game Plus ganz nett, aber bringt hier eigentlich jetzt nichts, weil wir haben doch schon sehr viel geschafft. Von daher, das Spiel fängt jetzt wieder von vorne an. Allerdings bleiben die Charaktere Level und fast alle Zauber und Items erhalten. Das entspricht also New Game Plus, wobei du aber noch zusätzlich ein Item namens Speicherkristall erhältst. Kannst du unendlich oft speichern. Vielleicht hast du ja Lust, das ganze Spiel durchzuspielen und diesmal die Gesinnung zu ändern. Spiel doch mal einen bösen Vampir. Es gibt übrigens 4 verschiedene Enden, die einmal von deiner Menschlichkeit und zum anderen von deinem Verhalten gegenüber Elaine sowie der Anzahl der Fluchten abhängt. Viel Spaß. Alles klar. Intro überspringen. Ja. Muss ich aber nicht machen. Du kannst natürlich jetzt die anderen Zauber lernen. Ja, jede Vampirklasse kann ja theoretisch hier links und rechts seine Zauber erlernen. Immer nur einen Weg. Du kannst jetzt natürlich gucken, welche Zauber hast du. Und wenn du jetzt zum ersten Mal an diese Maschine gehst, bist du natürlich im Level. Wenn du ein Vampir bist, dann kannst du halt dementsprechend die anderen Zauber benutzen. Von daher, wenn du aber nicht aufpasst, kannst du natürlich auch den gleichen Zauber zweimal lernen. Dann negiert er sich und dann hast du nur einen Zauber, hast aber den Punkt verschwendet. Ist egal. War ein schönes Spiel, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zugucken wie ich. Ich mache jetzt eine Pause, gehe was essen, mache mir was kochen oder ja, koche mir irgendwas oder sowas. Ich brauche eine Pause, mein Hals brennt. Ich hoffe, doch ernsthaft, das war super. Und ich werde wahrscheinlich nie wieder so viel am Stück aufnehmen. Ich habe jetzt ungefähr vor 2 Wochen ein Video aufgenommen. Also habt Spaß, haut rein, Leute. Ciao, mit V. Euer Graf Walner. Jetzt wisst ihr auch, warum ich Walner heiße. Das ist ein cooles Spiel. Ich freue mich auf Teil 2. Hoffe ich. Mal gucken. Wenn ihr wollt.